Na, dann lass uns doch mal ganz kurz in den Trailer reingucken. Der geht 40 Sekunden. Mal sehen, was man so sieht. Es fällt meistens übrigens nicht so nett aus. Kann ich euch schon mal sagen. Also, falls ihr jetzt erwartet, dass hier gleich Riesenhype und Wuuu ist, nope. Also nicht mit Absicht, sondern, ne? Wir sind in Le Mans. Gibt's irgendeinen Hinweis? Auf irgendwas? Nee. Es gibt keinerlei Hinweis darauf. Okay. Also erstmal vorweg. Es gibt keinerlei Disclaimer, ob das Ingame-Grafik ist oder ob das in irgendeiner Form ein Render ist. Was mich meistens schon ein bisschen stutzig macht. Also das, gerade bei Trailern oder Announcement-Trailern geht es ja darum, so viel wie es geht, Menschen abzuholen, dass sie Lust haben, sich das zu kaufen. Was völlig fein ist, ist es halt Marketing. Okay? Was mich hier an der Stelle ein bisschen stört, dass dieser Hinweis nirgendwo drin ist. Also ob das jetzt Ingame-Grafik ist, ob das ein Render ist und so weiter und so fort. So, wenn wir uns das weiter angucken. Gibt es hier keinerlei Informationen darüber, was wir hier gerade überhaupt sehen, was ich ein bisschen schade finde. Also wir kriegen halt keinen Hinweis auf Streckenmodell, von wann dies, das, Ananas ist. Also so Basic-Informationen, die notwendig sind. Also es ist ja ein Launch-Trailer und das Einzige, was wir jetzt hier 40 Sekunden sehen, sind super krass gecuttete Szenen in total toller Grafik, das muss man gleich mal dazu sagen. Ne? Also optisch ist das hier definitiv eine 10 von 10. Und auch die Aufmachung ist wirklich sehr schön mit den Kommentatoren im Hintergrund und dass wir so Action sehen etc. pp. Das ist definitiv sehr schön gemacht. Aber was soll uns das jetzt sagen hier? Also wir können jetzt hier die Strecken raten, auf denen sie fahren. Du kannst den Spotter kannst du raushören, also der sich übrigens sehr gut anhört, würde ich mal sagen, großes Lob, also wenn der wirklich so drin ist, ist der Zuckerschmucker. Von Regen sehen. Aber das war's, mehr ist da nicht drin. So, und was mich persönlich schon wieder ein bisschen stört ist, es geht in Early Access rein. Und jetzt muss ich euch mal fragen, weil ich weiß das gerade nicht. Wenn nicht, muss ich gleich mal recherchieren gehen. Wurde das von Anfang an als Early Access deklariert? Oder ist das hier das erste Mal, dass wir davon hören? Weiß das gerade zufällig jemand? Die meisten schreiben das gerade. Gut, das müsste man jetzt dann nochmal gucken. Aber das ist, finde ich, zum Beispiel auch schade. Also versteht mich nicht falsch. Ich werde auch Spaß dran haben, das zu fahren und das Ganze drumherum. Aber dieses ganze Marketing, mich holt das einfach nicht mehr ab. Also nicht, dass ich mich darauf nicht freue, sondern ich sag mir, für mich ist das hier gerade ernüchternd anzusehen, wo halt Pang, 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 40 Sekunden, Pang, 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 Early Access 20 und Steam, let's go. Das finde ich ein bisschen schade. Aber hey, wir lassen uns überraschen, was wir am 20. schon machen können. Ob wir mehr als irgendwie gefühlt ein Auto fahren können und was da alles drin ist. Weil angekündigt, und das ist nämlich, finde ich persönlich, immer so ein bisschen eine Problematik an der ganzen Sache. Angekündigt und viele Features wurden angekündigt und es war auch sehr üppig und alle haben sich drauf gefreut. Und heute, wenn das wirklich das erste Mal ist, 20. Februar, Early Access. Jo. Und was ist davon denn alles drin? Müssen wir mal sehen. Aber irgendjemand hat gerade gesagt, es gibt davon schon Gameplay. Mal sehen. Ferrari Onboard Lab gibt es. Ein Gameplay-Trailer. Den gucken wir uns gleich mal im selben Rahmen noch mit an. Schauen wir mal. Testet on Gamepad. Okay.
Also soundtechnisch sage ich, wie es ist. Sag ich, wie es ist. 12 von 10. Richtig gut. Sound ist richtig gut. Also das mit der Unschärfe, ich weiß nicht, ob das nachher auch so sein soll. Keine Ahnung. Aber ich finde das, wisst ihr, was ich schon wieder was ich an der Stelle ein bisschen komisch finde? Warum auf dem Gamepad? Warum auf dem Gamepad? Also ich würde sagen, wenn das hier wirklich in-game ist, ne, also weiß man ja nicht, entspricht das nicht dem, was wir gerade im Trailer gesehen haben. Weil der war der Trailer ein bisschen mehr aufgehübscht. Würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen. Guck mal, hier steht halt auch nur available am 20. on Steam. Na gut, ich meine, man konnte nicht vorbestellen, nehme ich an. Das ging nicht. Also von daher, all good in the neighborhood. Aber dann ist das schon ganz schön wild, dass quasi heute die Info dazu kam. Oder das, die Tage, war das heute? Ja, ne? Ja, das eine war vor einem Monat und das andere ist heute. Ja, ich bin sehr gespannt. Aber ich muss auch sagen, ich bin trotzdem noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, also nicht skeptisch, böse skeptisch, dass ich sage, dass das absoluter Much wird. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Ich freue mich auch sehr drauf, aber skeptisch bin ich trotzdem. Ich bin sehr skeptisch, weil mir zu viel Marketing, Buzzwords durch die Gegend geworfen wurden und jetzt sehen wir jemanden, der mit einem Controller in diesem Gameplay fährt. Also sowas wie most realistic und most dies, most ananas, 3D-Scan, wow, hatten wir alles drin und jetzt fährt da jemand mit einem Gamepad. Cool. Weiß nicht. Aber gut, wir werden sehen, was am 20. passieren wird, was alles da ist und lassen wir uns mal überraschen. War immer die Rede von Release am 20.02. nichts von Early. Ja, wir werden sehen, mal gucken. Wie ich schon sagte, Early Access, man hypt so die Leute und bringt es dann als Early Access, um sich eventuell rauszureden zu können und zu sagen, es ist Early Access. Du, wie gesagt, ich möchte da auch gar nicht mutmaßen, was da die Strategie oder was auch immer der Gedankengang war. Vielleicht haben sie von der WEC Druck gekriegt, dass das unbedingt raus muss, das Spiel. Und das war jetzt die Option, das rauszubringen. Vielleicht kriegen wir auch einfach ein Game, was schon super weit ist und fast fertig. Und dann nur ein bisschen Feinschliff dran gemacht werden muss, so. Wir werden gucken. Ne? Mal sehen. Aber nach Rennsport letztes Jahr? Ja, ich glaube letztes Jahr. Ne? Seit letztes Jahr, weiß nicht. Ich bin da wirklich immer ein bisschen vorsichtig, wenn so ein bisschen auf die Marketingglocke geklopft wird. Mal gucken.